Nach Open Data bei SwissTopo ist vor Geodata und Steroids. Also wir befinden uns heute eigentlich in einer klassischen Popeye-Situation. Am 1. März hat SwissTopo Open Data released. Der Spinat ist draußen. Wir warten auf die Power-Riegel-Stärkung, bis der Spinat wirkt und damit wir mit Open Source Software dann auch wirklich den Durchbruch erzielen können. Ist das so? Geht das so schnell? Wichtig ist, das hat die Zeit gezeigt, wir brauchen viel Geduld noch, bis sich das umsetzt. Oder wie der Italiener oder die Italienerin sagt, wer langsam geht, der geht gesünder und vor allem er kommt auch weiter. Also so schnell geht das nicht. Die Begründung, schauen wir uns mal die historischen Zeiträume an. 1992 gab es im Parlament einen Antrag zur Schaffung einer räumlichen Infrastruktur, Dateninfrastruktur für die Schweiz. Und das hat sich jetzt über die Jahre hinweg weiterentwickelt, so dass wir eine Plattform geschaffen haben oder Plattform geschaffen haben in der Schweiz, die einerseits Open Source Software einsetzen. Wir beim Bund konkret, seit 2004 nutzen wir die verschiedenen klassischen Mapping-Frameworks wie UMM Map Server oder CartoWeb. 2008 haben wir den Schritt gemacht Richtung OpenLayers, Slippy Maps, JavaScript. Ab 2012 haben wir unseren Source Code, den wir entwickelt haben, Public Code, auch publiziert. Und wir haben uns sehr stark auch im Crowdfunding-Bereich engagiert, aktiv bis im Millionenbereich Geld alloziert, das der Open Source Community zugute kommt. Auf der anderen Seite haben wir Open Data, Open Government Data. Hat alles angefangen mit einem kleinen Scheitern. 2002 haben wir einen Bundesantrag gestartet, um Open Access auf Daten zu erwirken. Hat nicht geklappt, aber dank dem Geoinformationsgesetz können wir seit 2010 einen Viewer live stellen, der schon freie Dienste bereitgestellt hat, respektive genutzt hat. Das iFrame war ein Meilenstein 2014. Der Grund dazu war, dass ab sofort die Leute dann Webkarten interaktiv einbinden konnten und damit die Verbreitung des Kartenmaterials sehr stark gestärkt wurde, ohne große GIS-Kenntnisse. Und seit dem 1. März Open Government Data bei SwissTopo. Das sind jetzt zwei Datenstränge, die wir haben, oder zwei Initiativen, die wir haben. Aber das Wichtigste ist Open Standards. Sie müssen Open Standards verwenden, um Open Source Software und Open Data eigentlich voll freisetzen, das Potenzial voll freisetzen zu können. Das ist eine technische Sicht. Wichtig ist aber auch der Mindset. Sie müssen open-minded sein. Es ist eine Kulturfrage. Nur Strategien und Visionen zu erarbeiten, das ist eine Sache. Sie müssen auf den 5-Meter-Turm steigen, im Schwimmbad runterspringen und dann haben sie ein krasses Erlebnis. Sie tauchen mit einem Köpfler rein oder sie landen auf dem Bauch. In beiden Fällen ist es ein krasses Erlebnis und sie müssen es eben machen. Machen ist wirklich krasser als nur wollen. Darum geht die Reise auch so weiter. Bei uns, beim Bund, ab 2021 im Bereich Open Source Software. Wir werden das Frontend weiterentwickeln, des Kartenviewers. Wir setzen auf Vue.js als Framework, OpenLayers, MapLibre, the new kid on the block. SwissTopo hat auch ein App-SDK freigelassen für Mobile-Apps. Auf den Services, was ansteht, ist eine Migration des bestehenden APIs. Hier liebäugeln wir mit dem Feature API von OGC und auch Stack, zu dem noch etwas später. Und der Vollständigkeit halber, auch in Zukunft werden wir auf Linux im Backend setzen und das Ganze in der Cloud betreiben. Ja, was heißt OGD, Open Data, Open Government Data konkret bei SwissTopo, Behind the Press Release? Welche Daten stehen zur Verfügung? Es sind alle, wo immer möglich. Also irgendwelche
alten klassischen Formaten können wir unter Umständen nicht anbieten, aber Sie können eine Mail schreiben an Swissdopo und wir liefern dann aus. Das zweite ist der Zugang. Erfolgt über Services zu den Swissdopo-Daten, klassische Webmap-Services. Höhenabfragen, Höhenprofilabfragen sind möglich. Wichtig ist, wir haben die Eintrittshürde möglichst tief gehalten. Es benötigt keine Registrierung, wir machen keinen Referrerschutz, sodass die Daten einfach genutzt werden können. Das setzt aber voraus, dass wir anständige Terms of Use haben, also wir verfolgen eine Fair Use Policy. Jeder kann den Dienst nutzen. Sie können die Nutzungsintensität so hochfahren, dass Sie ein Geoportal eines Kantons, Gemeinde oder eine Schule betreiben können. Auf der Datenseite, und da kommt jetzt das Detail, für die Daten haben wir keine Lizenz, sondern eben auch Nutzungsbedingungen, im Speziellen für die Swissdopo-Daten. Was heißt das konkret für Organisationen wie zum Beispiel OpenStreetMap? Hier gibt es Fragezeichen. Ja, Sie dürfen abdigitalisieren. Die Nutzung ist erlaubt, zum Beispiel von Swissimage. Das ist möglich, wenn Sie entsprechende Apps nehmen, wie Vespucci oder Mobile Map Apps. Da ist das Swissimage und Swissdopo schon hinterlegt. Das ist möglich. Was noch nicht möglich ist, ist die direkte Integration von Rohdaten in OpenStreetMap. Das ist zurzeit nicht möglich. Warum? Weil die Nutzungsbedingungen von Swissdopo an den Quellangaben bei Objekten erfordert. Wir haben eine Baustelle, das ist eben genau diese Quellenangabe. Und davon ist eben nicht nur OpenStreetMap betroffen, sondern auch FAGAM, also Facebook, Google, Microsoft, die diese Daten nutzen wollen. Ich kann Ihnen versichern, dass Swissdopo in diesem Jahr an einem Entscheid arbeiten wird, um auch diese Baustelle zu schließen. Wir können große Baustellen abarbeiten, siehe zum Beispiel die Vermessung des NEAD-Basistunnels. Also werden wir es auch schaffen, hier einen Entscheid zu fällen. Chi va piano, va sano e va lontano. Nur Zeit und Geduld, das kommt. Ja, dritter Punkt, Open Standards. Erst durch Open Standards ist es möglich, Ihnen überhaupt die Open Data bei Swissdopo bereitzustellen. Ich hole hier ein bisschen aus. Open Data, WMS, WMTS, das ist kein Open Data, das ist ein offener, freier Dienst, aber es sind Bilder. Um Open Data wirklich zu machen, ist eben Download or Open Data didn't happen. Und jetzt ist die Frage, wie machen Sie das mit 40.000 Luftbildkacheln von Swissimage, die sich teilweise täglich aktualisieren? Wir haben uns den Kopf zerbrochen, gegoogelt und Spatial Temporal Asset Catalog gefunden. Natürlich haben wir nicht gegoogelt, wir haben uns sauber informiert. Im Zusammenhang mit dem Cloud Optimized Diff haben wir für die Rasterdaten eine optimale Lösung gefunden mit dem Stack-Katalog. Aber der Stack-Katalog eignet sich auch, um Vektordaten anzubieten. Was ist der Vorteil von Stack aus unserer Sicht? Mit Stack erhalten wir eine harmonisierte Datenablage mit dem Stack-Datenmodell. Erstens und zweitens, wir haben nicht nur eine Ablage, sondern ein API auf diese Ablage. Das ist mit dem Stack API gegeben. Und drittens, ganz wichtig, der Nutzer enthält ein grafisches User Interface. Zum Beispiel Stack Index, ein Stack Browser, der dann das Stack API anzieht, ermöglicht es dem User, eine einzelne Kachel anzuschauen, Luftbildkachel anzuschauen, inklusive Metadaten. Ja. Für das Go-Live haben wir alle Ingredienzien zusammengebracht. Open Source als Werkzeug, ein politisches Resultat, OGD, man macht OGD, und der Multiplikator, Open Standards. Wie hat sich das ausgewirkt? Seit dem 1. März, also März, April, Mai, wurde die Landeskarte 1 zu 25.000 insgesamt für über 10 Millionen Quadratkilometer bezogen. Das ist etwa 245 mal die Fläche der Schweiz. Und die Einheit, die per Stack ausgeliefert wurde, waren jeweils 210 Quadratkilometer Kacheln. Das Höhenmodell Swiss Alti, das haben wir in 1 Quadratkilometer Kacheln ausgeliefert. Und das ermöglicht eben dieser Spatial Temporal Asset Catalog, diese Schnittstelle. Luftbilder und LiDAR-Daten sind auch im Bezugsbereich
Bereich sehr hoch gewesen. Wir haben noch andere Produkte, wir gehen da nicht überall drauf ein. Der Go-Live, das ist immer interessant. Wie hat das ausgesehen? Wir hatten noch am letzten Tag im Februar im Schnitt etwas unter 4 Terabyte Outgoing Traffic auf unserer Infrastruktur und mit dem Go-Live ist der mehr als verdreifacht worden auf 15 Terabyte. Und Sie sehen in Gelb, das sind die Downloads. Der Mensch ist ja ein Jäger und Sammler. Wir können unsere Herkunft nicht verwehren. Und die Services sind angestiegen. Und interessant ist auch, dass jetzt über die Zeit die Downloads wieder abnehmen, aber die Services auf einem hohen Niveau beibehalten werden. Wir haben Daten von 2009 bezüglich Outgoing Traffic. Oben rechts sehen Sie den Outgoing Traffic aus der Infrastruktur vom März 2021. Sie sehen, es ist ein Peak. Wir haben 282 Terabyte Daten rausgelassen. Das sind 160% mehr als im Februar 2021. Das hat eine Kosten zur Folge, die der Steuerzahler zahlen muss, respektive wir als Bundesamt zahlen müssen, von etwa 10.000 US-Dollar. Das ist aber nur 20% mehr als im Vormonat. Und diese geringe Kostensteigerung konnten wir dadurch realisieren, dass wir Open Source Software, Open Standards einsetzen, um Open Data zu publizieren. Ja, Impact on Steroids. Schaffen wir jetzt einen Durchschlag in der Kombination mit Open Source Software, offenen Standards, Open Data? Wir hatten in der ersten Woche des Go-Lives ein Hackathon durchgeführt. Verschiedene Projekte wurden hier angegangen. Sie sehen unten rechts den Link zu der Projektseite des Hackathons. Angegangen wurden Machine Learning Algorithmen, um zum Beispiel Fußgängerstreifen zu detektieren aus Luftbildern mit dem X-Detect. Es wurde ein QGIS-Plugin gebaut, um die Vektordaten von SwissTopo darzustellen. Oder mein Favorite persönlicher ist dieser Mesh-Teiler. Unten rechts die URL, gehen Sie dorthin, schauen Sie sich das an. Hier werden die Rohdaten aus Stack, das Höhenmodell, in den Karten, in einen Kartenviewer hineingeblendet. Darüber gelagert wird ein WMS, WMTS-Dienst, über offene Standards und in einem Open-Source-Framework, Leaflet, werden die Daten dargestellt. Sehr schönes Beispiel, interaktiv, 3D-Daten anzuschauen, sehr performant. Dann heute Morgen, the newest kid on the block ist der SwissGuessr. Gehen Sie auf Twitter, abonnieren Sie @SwissGuessr. Das ist ein Bot, mit dem Sie die Schweiz von oben erkunden können, Luftbilder anschauen können und die dazugehörige Gemeinde im Bildzentrum erraten sollen und mitmachen können. Das ist, der ganze Bot beruht auf offenen Geodaten von SwissTopo und auch den Diensten, ist komplett automatisiert. Hat heute begonnen, machen Sie hier mit. Ja, Fazit. Viele Fragen sind noch nicht beantwortet. Diesen 4:3 PowerPoint-Slide, das Sie hier sehen, das ist aus dem Jahr 2011. Der damalige Direktor von SwissTopo hat diese Fragen postuliert auf die große Frage, soll SwissTopo in 2011 Open Data machen? Wir sehen vor allem Risiken, es hat Fragezeichen dahinter, hinter jeder Linie, zum Beispiel bezüglich der Finanzierung, der Datenqualität. Wir können diese Fragen heute noch nicht beantworten, aber mit dem Go-Live am 1.3. haben wir die Grundlagen geschafft, damit wir sie in 1-2 Jahren beantworten können. Die Nachfrage ist auf alle Fälle nicht gering, das kann ich Ihnen jetzt schon versichern. Wichtig ist, der Impact ist entscheidend. Für unsere Freunde aus Deutschland, Französisch, hier der Text heißt, liebe Mutter, ich kann dir dieses Lied aus dem Internet gratis herunterladen. Das war so der Post-Napster, Post-E-Mule Challenge damals vor 10 Jahren. Es zeigt auch den damaligen Zeitgeist. Wichtig ist nicht die Methode eigentlich, wie man an die Daten dann fast kommt, sondern was mit den Methoden, mit den Daten erwirkt wird. Also wir müssen uns täglich fragen, für was werden die Daten eingesetzt, wie wird Nutzen generiert.
und uns nicht über Technologien den Kopf gegenseitig einschlagen, sondern konstruktiv, open-minded vorwärts gehen. Dann kommen wir nämlich dahin, dass Poppy nicht nur Spinat konsumiert, sondern auch der Öffentlichkeit mit Open-Source-Software einen Strauß Blumen, etwas Positives übergeben kann und etwas sprießt. Let it grow. Die Grundlage dafür ist eines der 10 Ordnance or UK Gov Public Service Principles ist, mach die Sachen offen, weil es macht die Sachen viel, viel besser. Ja, damit habe ich geschlossen. Ich stehe Ihnen auf Twitter für Fragen zur Verfügung, weil ich habe keinen direkten Zugang hier auf den Chat. Stellen Sie mir das per Twitter, ich logge mich nachher ein, @Swiss Geoportal. Und vergessen Sie nicht, machen Sie mit bei @Swiss, beim Swissgesser, um hier Ihre Skills bezüglich den Kenntnissen der Schweiz zu manifestieren. Danke, ich habe geschlossen.